Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Mein Name ist Rotmac und wir versuchen hier diesen Elevator, diesen Aufzug hier in Gang zu bringen. Da müssen wir aber zum Generator und der Generator ist, ja, wer hätte es gedacht, der ist nicht da. Den müssen wir jetzt holen gehen und das machen wir jetzt, denn jetzt wissen wir, wo er ist. Aber bevor wir dahin gehen, gehe ich mir noch ganz kurz die Batterie holen. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas vergeudet wird. So, da ist die Batterie. Die nehmen wir mit. Weil Batterien kann man... nicht zumachen. Mach auf und geh raus. Scheiße. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir da unten? Hatten wir da was? Keine Ahnung. Ich geh nochmal runter. Gab es da keine Batterie oder so? Tür auf. Da war ja nichts drin. Ne? Ah, der Brief. Haben wir denn jetzt noch? Oder hat es denn uns auch rausgenommen? Die 30 ist das letzte, was wir haben hier. Schauen wir uns das an. Ich glaube, der ist immer noch drin, oder? Ja, ja, ist gut. So, ich habe es absolut im Griff hier mit den Tasten. Ihr seht, die 30. Ja, okay. Also selbst wenn wir sterben, die Items quasi, die wir hier finden, die speichert es. Sehr schön. Also, dann gehen wir zurück. Gehen da wieder rauf. Dann müssen wir in die andere Hütte rein. Ah, das ist alles so... Aber ich denke, unten im Keller... Moment, jetzt muss ich ganz kurz zuhören. Ob ich da irgendwo was höre? Der pisst sich hier wieder was zu. Okay. Immer wieder hier hinten lang. Ja, komm. Wer schreit denn hier immer so? Ich habe das Gefühl, der kommt von oben runter. War das nicht der Typ, den wir beim ersten Mal, der uns hier entgegenkam? Oder spinne ich jetzt? Naja, egal. Wir gehen weiter. Ich will das jetzt hinter mich bringen hier. Weil der Teil hier, der fickt uns. Der fickt uns hart. So, da schläft einer. Kennen wir. Gehen wir da rein. Ah! So. Die Tür schließt sich langsam. Wir gehen... da raus. Ha! Fuck! Kollege! Ah! Scheiße, wie ich jetzt erschrocken bin wieder. Und da komme ich nicht runter. Okay. Versteck dich. Oh, wie ich wieder erschrocken bin hier. Kamera weg. Weißt du, diese scheiß Türen immer. Alter. Steht einfach einer hinter der Tür. Seid ihr bekloppt? Wer stellt denn so einen Typen hinter eine Tür? Boah. Mein Herzchen. So. Jetzt läuft er hier rum. Kommt sogar runter, so wie es ausschaut. War das gar nicht der Typ, der geschlafen hat, der uns beim letzten Mal getötet hat, sondern wahrscheinlich war es auch dieser Typ da, ne? Jetzt kommt der da hin, oder was? Was willst du denn hier, Kollege? Geh weg. Was war das? Alter, was geht denn hier rundherum? Wo genau sind wir jetzt wieder? Jetzt ist er hier in der Hütte drin. Hat mich jetzt gesehen? Ja, hat mich gesehen! Scheiße! Okay, dann lauf. Wo bin ich denn hier? Scheiße. Muss ich verarschen?
Herzen. Oh, meine Nerven, Jungs und Mädels. Oh. Wer ist da draußen? Das ist klar, aber ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Echt jetzt? Da ist er wieder. Der Schweinehund. Jetzt machen wir bloß nicht den Deckel auf hier. Jetzt dreh ich durch. So, der Lichtstrahl. Der patrouilliert jetzt hier im rum, oder was? Mann. Mann, ich hasse sowas. Echt. Aber so richtig. Versuch hier mal. Auf der Seite. Da ist eine Tür. Okay, komm, ich geh da mal rein. Tür zu. Oh, die ist am Beten. Die will ich nicht stören. Es ist schön, dass sie mich nicht bemerkt. Mach die Tür zu. Die hat mich echt nicht bemerkt. Sehr schön. Okay, wir laden mal nach mit den Batterien. Oh, und ich sollte mal irgendwo speichern wieder. Ich habe doch erst gerade noch gesagt, das speichert immer wieder. Bin ich froh drum. Und jetzt möchte ich gerne, dass es mal wieder speichert. Weil dieser Teil ist echt gerade ziemlich bemühend, wenn man so will. Ich hätte da ein Licht gesehen. Habe ich mich getäuscht. So, da kann man sich verstecken. Das ist schön. Ist es denn nötig? Nein, da kommt keiner. Okay. So, jetzt sollte ich mal die Batterie einfach mal hier gebrauchen. Und da haben wir ein Schriftstück. Simeon. Simeon Labone. Schauen wir uns an. Und zwar steht da. Simeon. Ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen, weil ich weiß, dass du dich mit Heilmitteln und Medizin so und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeit kaufen, die wir nicht selber machen können. Ich habe mich etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkauft, da die Papa braucht. Als ich sie als Studierhilfen bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper braucht keine Penicillien. Penicillien zum Studieren, außer man studiert Muschis. Ja. Hast du... ich studiere Muschi. Und du? Hast du von so etwas je gehört? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei und sprich mit mir, John. Ja. Hat der gute Papa hier sich ein paar Viagra reingeworfen? Kommt da einer rauf, oder was? Nein, ist okay. Ist alles safe? Da kommt keiner rauf. Da ist wieder der Robmeck ein bisschen... ja, ein bisschen übervorsichtig. So, Batterien? Batterien gibt's nicht. Schade. Ist das der Generator? Das sieht nach einem Generator aus. Sehr schön, jetzt muss ja nur noch zum Laufen gebracht werden. Ganz einfach. Das Problem ist, wenn ich irgendwo jetzt sterbe, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der dann ist. Ich keine Ahnung mehr, wo ich jetzt bin. Von daher, wir ziehen einfach. Ah, wow, shit! Die Mutter mir hinterher, oder was?
hier abgeschlossen. Fuck! Da ist sie. Da geht's nicht rauf. Scheiße, habe ich mich erschrocken wieder. Der Scheiß. Ich hasse die Alte. Und die Jungen hier alle auch. Hasse alle hier. Kann ich hier drüber? Kann ich, sehr gut. Scheiße. Scheiße, du, die Alte. Ah, das hört sich an. Was willst du von mir? Geh weg! Lauf, 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 kleiner Mann! Lauf! Lauf doch einfach! Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo lang! Fuck, ab zum Aufzug! Ich glaube hier rauf! Lauf, 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 lauf! Lauf! Fuck! Scheiße! Heilen! Fuck! Ich dreh durch! Oh, Scheiße! Oh, ich brauch mal ein bisschen frische Luft jetzt. Ich dreh durch. War das Licht weg und jetzt können wir da was aufnehmen. Sehr schön. So ein Scheiß, echt. So, gehen wir ein bisschen in den Busch hier und schauen uns ein Video an, ne? So. Alter Falter. Und zwar haben wir hier Temple Gate. Temple Gate, founded by Sullivan Noth, modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Ja. Ja, 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 ja. Das sind die Informationen, die wir haben. Und, ja. Ich bin echt wie auf Nadeln gerade. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel für mich. Heilige Scheiße. Wer ist das da drüben? Das ist niemand. Das sind nur ein paar Klamotten, die müssen rumhängen. Alles klar. Mach mal hier. Jessica. Ton an. Jetzt hört er schon. Jetzt hört er schon, wie Jessica redet. Die ist geschlossen. Ganz ruhig. Nachladen. Jetzt fängt's. Jetzt ist richtig Psycho langsam. Das ist doch nicht normal, sowas. Ah, Scheiße. Auch abgeschlossen. Boah, ich bin überhaupt nicht mehr easy drauf oder so. Ich bin gerade richtig, richtig übel angespannt. Und bin jedes Mal froh, wenn eine Tür nicht aufgeht. Scheiße. Also da oben ist ein Tor, da kann man sicherlich nicht durch. Da ist noch so eine Tür. Erstmal reinschauen, nicht, dass da wieder einer drin steht. Kommt das aus dem Brunnen oder was? So. Yay. Gespeichert. Und wir machen hier auch einen Break. Ich muss da ganz kurz die Kamera weghalten, weil sonst brauchen wir hier Batterien. Wir machen hier auch einen Break. Ich bedanke mich. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich brauche jetzt eine Pause. Ich kann nicht mehr. Es ist, boah, das war jetzt echt ein bisschen zu viel des Guten für mich. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmack.
Ciao.